man schaut sich im Spiegel an und denkt sich immer so, das bin ich nicht. Es sieht halt einfach, ja, auf gut Deutsch, scheiße aus. Wenn andere sagen, du bist schön so, aber ich fühle mich so nicht schön, dann können es auch 100 Menschen sagen und die überzeugen mich dann auch nicht davon. Meine Schwester hat sich was machen lassen, meine Mutter auch teilweise. Irgendwas muss gemacht werden. Ich fing an zu weinen, dann kam dann der erste Spruch. Ich fühle mich da gerade ein bisschen zurückversetzt. Meine Selbstliebe tatsächlich gegenüber meinem eigenen Körper ist, weiß nicht, 200% gestiegen. Ich hätte es viel früher machen sollen. Das ermutigt mich halt einfach auch wirklich sehr. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich dann besser. Wenn du dich dafür entscheidest. Ja. Wenn. Soll ich was machen lassen? Ja, vielleicht, nein. Gerade bin ich ganz klar unter vielleicht. Ich weiß ganz genau im Inneren, dass ich schön und hübsch bin, aber dass halt einfach meine Bauchdecke mich halt einfach ziemlich ankotzt. Dieses vielleicht ist natürlich auch nervig, weil das so seit Jahren schon immer in meinem Kopf ist und ich hätte gerne mal eine klare Entscheidung. Es ist auch ein bisschen Schwachsinn, dass alle sagen, ja, da ist nichts, weil ich sehe da schon was. Und vor allem finde ich sie vorne einfach so knubbelig und dick. Generell halt auch die Falten an der Stirn, die Krähenfüße, die Tränensäcke. Im Moment würde ich sagen vielleicht, weil es gibt natürlich auch Risiken und man könnte eventuell im Nachhinein schlimmer ausschauen. Man hört viel Gutes, viel Schlechtes höre ich aktuell nur von dir. Und daher denke ich, ich bin doch wirklich eher pro. Man steht dann jeden Morgen vorm Spiegel und schaut dann doch und merkt halt einfach, da fehlt wieder was und es wird immer weniger. Also ich bin ehrlich, wenn ich in den 80ern geboren wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht, ich will jetzt eine schmalere Nase haben, weil dann hätte ich ja nicht dieses ganze Filterzeug, wo ich mich andauernd sehe. Ich bin Celine, ich bin 24 Jahre alt. Ich weiß, dass Social Media eine Welt präsentiert, die so nicht realistisch ist. Aber trotzdem wird man einfach beeinflusst. Ich bin der Gregor, bin der Stiefpapa. Die Kleinigkeiten, die einen ja unterscheiden, das sind ja die, die einen dann liebenswert machen. Da muss man nichts rumschneiden. Wenn wir alle gleich ausschauen, dann schauen wir bald aus wie Roboter. Also. Alles startklar. Dann dachte ich, ja, wenn niemand was mit mir zu tun haben will, vielleicht sind die Ohren da schuld, weil ich anders bin als sie. Ich bin Nico, 23 Jahre alt. In meiner Kindheit wurde ich für meine abstehenden Ohren gemobbt und heute sind sie mein Markenzeichen. Sympathisch. Also das Mobbing hat hauptsächlich während der Grundschule angefangen, als ich dann auf dem Fußballplatz war und dann immer wieder Sticheleien kamen. Boah, Kinder sind so gemein. Das klassische Dumbo, also Dumbo ist das Gefühl, das jeder sagt. Oder auch eben, ob ich fliegen kann oder ob ich besonders gut höre, weil meine Ohren so groß sind. Ich war traurig. Ich fing an zu weinen, dann kam dann der erste Spruch. Oh, ich finde das schade für dich. Das tut mir echt leid. Ich kann das total nachfühlen. Ja, fühle mich da gerade ein bisschen zurückversetzt. Das Mobbing zerfrisst einen. Das Selbstwertgefühl geht weg. Die Selbstliebe zu sich selbst geht weg. Das Vertrauen in sich geht weg. Ich konnte meine Gefühle nicht unterdrücken. Konnte mir nicht anders weiterhelfen, als einfach auszurasten. Es hat mich einfach sehr verletzt früher, wenn jemand mich so auf das Äußere nur runtergebrochen hat, ohne mich wirklich zu kennen. Keine Ahnung, was für eine Person ich bin. Und dann hört man nur etwas über mein Äußeres, was ich nicht ändern kann ohne eine Schönheitsoperation. Da hatte ich Zeiten, da hatte ich keine Freunde, war ich alleine. Alle in meiner Klasse haben sich darüber lustig gemacht, dass ich doch so abstehende Ohren habe. Ist es das, was er halt einfach gerade sagt? Also ich habe das auch so empfunden in meiner Schulzeit. Wurde ich immer gemobbt, weil ich halt einfach dick war und nicht den Normen entsprochen habe, so wie alle anderen. Ich bin öfters nach Hause gegangen und hatte Magenschmerzen und wollte gar nicht mehr zur Schule gehen. Und meine Mutter hat mich immer wieder aufgefangen und hat immer gesagt, du bist gut, so wie du bist. In meiner Familie haben eigentlich viele abstehende Ohren. Manche haben sie operieren lassen und einige nicht. Das Mädel hat es wahrscheinlich machen lassen. Ich bin Deborah, ich bin die Schwester von Nico und ich habe mir zweimal die Ohren operieren lassen. Ich bin die Karin, ich bin die Mama von Nico und ich habe auch mit 7 Jahren die Ohren operiert.
Also wenn die Mama sich jetzt die Nase operieren würde und zu mir dann aber sagt, nee, Celine, du bist aber schön so, dann fände ich das ein bisschen krass. Ja gut, ich habe mich jetzt nicht operieren lassen. Ich kann das weiter auf diesem Standpunkt sein. Ihr habt ja euch beide nicht operieren lassen, aber ja. Ja. Ich hatte die gleichen Erfahrungen eigentlich wie Nico damals, die Mobbereien in der Schule. Und ich bin froh mit der Entscheidung, dass ich meine Ohren damals operiert habe. Aber ich finde es auch super, dass Nico das nicht gemacht hat. Jeder kennt ihn mit den Ohren und so ist er auch mein Bruder. Also dagegen zu sein, obwohl die Familie sich hat die Ohren anlegen lassen, ja, das zeigt ja doch, dieses Mobbing hat ihn nicht runtergebracht. Er ist trotzdem stark geblieben und das finde ich schön. Ich denke, es ist heute nicht mehr so präsent, da mein Kopf größer geworden ist. Und als Kind war es, durch das ich halt einen kleinen Kopf hatte, ist es halt extrem aufgefallen. Stimmt. Meine Mutter hat mir sehr viel Kraft gegeben. Die sagte einfach, sie will mich unterstützen bei dem, was ich entscheiden will. Das war keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen getroffen habe. Ich habe da über Jahre wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht, ob es nicht das Bessere ist, das zu machen oder ob ich es sein lasse. Ich finde es aber auch schlimm, dass man in den jungen Jahren sich schon Gedanken drüber machen muss, ob man sich operieren lässt oder nicht, weil das zieht sich dann halt wirklich bis ins Alter hinein, weil man halt immer diese Belastung hat von früher. Also ich denke, es war so mit 12 Jahren, wo ich sagte, ey, ich will in den nächsten Jahren keine Schönheitsoperation. Ich will einfach natürlich, so wie ich auf die Welt gekommen bin, will ich mein Leben leben. Das ist echt super. Ein selbstbewusstes Kerlchen, dass er sich, wie er ist, heute akzeptiert. Und das ist im Prinzip auch das, was du machen musst. Ich kann nicht ohne Fußball, es ist wie mein Ventil, um Dampf abzulassen. Ja, ich fühle mich einfach wohl, wenn ich auf dem Platz stehe und einen Ball am Fuß habe. Auch heutzutage bin ich nicht jedes Mal, wenn jemand einen Spruch macht, cool drauf. Auch in einem emotionalen Moment in einem Spiel, wo ich gerade eine Chance verschossen habe und dann jemand von der Seite kommt, ist, nur wegen den großen Ohren. Dann ist immer so, dann bin ich schon ein wenig verletzt und dann kommt immer noch ein wenig. Dann darüber zu stehen, ist immer noch ein wenig schwer. Aber wenn ich später alt bin, will ich nicht sagen, ich hatte eine Schönheitsoperation. Und heutzutage sagen zu können, ich stehe darüber, was andere über mich sagen, hätte ich mir als 10-Jähriger nie vorstellen können. Ich bin so selbstbewusst, dass ich sagen kann, ich fühle mich schön. Ich würde sagen, ich will nichts an mir verändern. Muss man ihn wirklich lassen. Also er nimmt es sehr, sehr selbstbewusst. Er lässt es, wie es ist. Definitiv. Aber da muss man sagen, da hat der Max dann doch, da ist er nicht so selbstbewusst, das stimmt. Ich habe ihm schon früher gesagt, er soll sich doch einfach die Haare ganz kurz machen. Oder er macht sie ganz ab. Ja. Und dann ist Ruhe im Karton. Ja, genau, ganz abmachen. Ja, da ist er halt kein Fan von. Ich sehe den Kontrast, den Unterschied zwischen ihm und mir zum Beispiel. Bei mir ist es, weil die Vergangenheit halt einfach überwiegend da ist. Es ist für mich halt einfach wirklich so, dass mein Bauch halt einfach kein Teil mehr von mir ist, meine Bauchdecke. Das, was ich da habe, gehört nicht zu Daniela. Das, was da ist, gehört zu dem alten Daniel, den ich früher war und den ich aber jetzt nicht mehr bin. Ich bin die Daniela, 30 Jahre alt. Ich würde mir den Befreiungsschlag auf jeden Fall wünschen. Dann weiß ich halt einfach für mich, ich habe jetzt endlich losgelassen. Ich kann einfach endlich frei sein. Ich fühle mich gut in meiner Haut. Für mich ist es so, ich sehe immer diesen Rettungsring da. Wenn ich jetzt mit einem Mann irgendwie sexuell was habe, ist es für mich immer so, oh nee, jetzt sieht er meine Bauchdecke. Oh nein, das ist so, am liebsten würde ich die Decke über mich ziehen und das halt einfach gar nicht halt einfach so sehen. Ja, das macht mich halt einfach psychisch halt einfach dann auch fertig. Gründe für einen Schönheitseingriff. Will mich im Körper wohler fühlen? 50,7%. Ja, definitiv. Also ich kann das gut verstehen. Dass 8,7% in deiner Generation sind, ist zu wenig. Das bei Social Media, ja. Ich dachte mir auch, das ist ganz schön wenig. Also ich finde mich auf jeden Fall leide psychisch unter meinem Aussehen. Ich kann mich nicht fallen lassen und bei mir verkrampft halt einfach wirklich alles. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich dann besser. Und daher ist der Drang einfach so groß, dass ich das machen sollte. Ich glaube schon, das hängt mit der Attraktivität zusammen.
Stimmt nicht. Doch. Ich bin Max und ich bin 30 Jahre alt. Wäre mir das Liebste, wenn ich sage könnte, ich hätte mehr Selbstbewusstsein, ja. Weil dann könnte ich einfach sagen, wir lassen, wie es ist. Und dann hätte ich die Probleme nicht. Ich bin Nadine und die Schwester von Max. Also so richtig verstehen, dass er die OP machen möchte, kann ich es nicht. Für das Geld könnte man andere Sachen machen. Mein Name ist Stefan Streubel. Ich bin ewige 29 Jahre alt, komme aus Stuttgart und habe bisher ungefähr 60.000 Euro für Schönheits-OPs ausgegeben. Und davon sind allein 10.000 Euro in meinen Lippen gelandet. Hey, 10.000 für die Lippen? Hä? Das ist ein Kleinwagen. Ich will, dass die Minimum, um die größten Lippen der Welt zu werden, meine Nase oben berühren, weil ich einfach unbedingt künstlich aussehen will. Ist er das vorher? Denn ich liebe einfach den künstlichen Look. Naja, hier, weil eben hier. Ja. Sehr attraktiver Mann. Heimratsecken. Ich habe mir einen Cat-Eye-Lift machen lassen. Ich habe mir Wangenfett entfernen lassen. Ich habe mir die Zähne machen lassen, Lip-Lift machen lassen, Fettabsaugungen und natürlich ganz viel Filler und Botox. Ich bin einfach viel glücklicher geworden. Ich bin selbstbewusster geworden. Und mein Leben ist wirklich viel lebenswerter geworden. Ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass er ein besseres Leben hat. Das ist ja so ein bisschen auch, dass er sich hinter diesen ganzen OPs verstecken möchte. Aber schlussendlich sage ich dann nachher, naja gut, wenn ihm das gefällt. Also würdest du so einen Look haben? Ich würde dich auch feiern. So, wenn ich mich jetzt anschaue, fällt mir vor allem auf, dass ich noch viel machen lassen muss. Es muss noch ein Facelift her. Die Lippen müssen noch viel, viel größer werden. Eine Nasen-OP. Die Wangen müssen größer werden. Oh Gott, ich brauche noch mal eine Haartransplantation. Noch mal eine Fettabsaugung. Also ich habe noch einen langen Weg vor mir. Ich kann das für mich sehr gut reflektieren, weil ich damals halt mich sehr kunterbunt angezogen hatte. Ich hatte farbige Haare, ich hatte gemachte Nägel. Ich war wirklich ein Paradiesvogel. Aber dieser Paradiesvogel war damals bei mir eine Fassade, die mich nicht sehen lassen hat, wer ich wirklich bin. Für mich ist das so der Albtraum der Schönheits-OP, wenn man nicht mehr aufhören kann. Und das ist genau da passiert, er kann nicht mehr aufhören. Ja, schau, der fühlt sich ja wohl. Du siehst ja, wie der redet, wie der sich präsentiert. Der ist ja echt happy in seinem Körper. Ja, wetten, dass er an der nächsten OP schon wieder rumtut, dass er schon wieder die nächste drauf hat. Ja, und dann frage ich mich, warum wir die nächsten 6.000, 7.000, 8.000 Euro... Aber wenn man das Geld hat und sich darin wohlfühlt, dann kann das doch jeder selber für sich entscheiden und machen. Das ist genau das, wovor ich Angst habe, dass man dann so in eine Sucht verfällt. Wenn man jetzt hier jung ausschaut, muss ja der Rest dazu passen. Und am Ende schaut man nicht mehr so aus, wie man eigentlich ausschaut. Ich bin der Daniel, 37. Ich weiß halt, jetzt bin ich noch attraktiv. Das ändert sich ja. Und davor habe ich Angst. Ich habe ein Problem damit, älter zu werden. Das Hauptding ist, wenn ich meine Eltern anschaue, weiß ich halt, was auf mich zukommt, weil es ja auch genetisch bedingt ist. Und ich möchte definitiv nicht so ausschauen. Soll ich lesen? Hallo, liebe unbekannte Person. Mein Name ist Bianca. Ich bin 49 Jahre alt. Um wieder jünger auszusehen, habe ich mir vor 2 Jahren Hyaluron spritzen lassen. Meine Lippenfältchen und Hängebacken sollten weg. 6 Wochen später konnte ich nicht mehr essen und nicht mehr sprechen. Unter meiner Haut hatte sich Eiter gebildet. Mein Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit angeschwollen. Das alles wegen eines aggressiven Keims. Damit hatte ich mich durch den Eingriff infiziert. Insgesamt 5-mal muss ich operiert werden. Noch immer habe ich sichtbare Narben. Liebe Unbekannte, liebe Unbekannter, eine Schönheits-OP ist und bleibt ein Eingriff in den eigenen Körper. Überlege dir genau, ob du bei diesem Schönheitswahnsinn mitmachen willst. Denn du bist wunderschön, so wie du bist. Ich musste durch die Hölle gehen, um das zu erkennen. Ja, von dem rede ich die ganze Zeit, dass das natürlich auch passieren kann. Okay. Was wäre, wenn es bei 99% immer gut läuft und genau ausgerechnet bei mir? Entschuldigung, dann beiße ich mir wahrscheinlich wirklich in den Hintern. Warum habe ich nicht drüber nachgedacht und warum habe ich nicht einfach wirklich gesagt, hey, bleib doch so, wie du bist. Deswegen bin ich auch so am Hadern, ob ich mir die Nase operieren lassen soll, weil die Schmerzen enorm sind im Gesicht. Und die Komplikationen sind auch sehr hoch. Also es kann mit Blindheit verbunden sein. Es kann sein, also die Nase schwillt an, man wird blau im Gesicht. Das sieht jeder, das kann man nicht verstecken. Das mit den Nebenwirkungen, das habe ich gerade jetzt das erste Mal so stark erfahren, dass das also passiert. Ich wusste, dass es Nebenwirkungen gibt, ja.
Aber jetzt bin ich natürlich auch so, ich habe mich nicht damit beschäftigt, weil ich habe gesagt, Leute, lass es bleiben, weil wenn ich dann anfange und dann sehe ich die Bilder und dann es geht ja so viel schief. Ich glaube, mein Kampf war bis hierhin schon sehr schwer. Meine Geschlechtsumwandlung, das war schon hart. Ich hatte eine Operation von 7 Stunden und bin dann wach geworden und war dann 5 Tage bettlägerig. Als ich im im Narkose-Aufwachraum aufgewacht bin, hat mein rechtes Bein halt super geschmerzt. Und für mich war das halt einfach dieser emotionale Punkt, wo ich halt Angst hatte um mein Bein. Das war dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwann mal eine Operation machen würde, weil nicht mehr gehen zu können oder andere Funktionen nicht mehr zu haben, das hat mich schon sehr erschreckt. Der Brief jetzt oder auch dieser Gedanke, was manche da erleiden, zieht mich schon ein bisschen zur Tendenz zu Nein auf jeden Fall gerade. Aber trotzdem nicht komplett. Also der Gedanke ist jetzt für mich trotzdem nicht abgeschlossen. Jetzt soll ich sagen, was da stehen könnte. Zufrieden vielleicht 20%. Also ich würde sagen 70%. Okay. Lag ich vollkommen falsch. Da hattest du wohl doch recht. Zufrieden 76,9%. Ist natürlich positiv. Das bestärkt mich zu 100%. Ich habe enorme Angst, zu den 4,6 unzufriedenen Leuten zu gehören. Filler kannst du auflösen lassen, eine OP kannst du nicht rückgängig machen. Deswegen diskutieren wir wahrscheinlich auch da länger. Ja. Eigentlich habe ich halt auch immer so das Motto, dass ich sage, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Weil ich kann ja auch nicht sagen, oh, ich gewinne im Lotto und spiele aber nicht. Man weiß es immer erst, wenn man was gemacht hat, ob es einem dann wirklich geholfen hat oder nicht. Ich liebe meine Brüste. Ich hätte nie geglaubt, dass ich das jemals sagen würde. Ich hätte es viel früher machen sollen. Hallo, ich bin Luisa Lyon, ich bin 33, aus Hamburg und ich habe vor 2 Jahren meine Brüste verkleinern lassen. Ich bin Unternehmerin und Influencerin und erzähle euch heute ein bisschen was darüber. Hört man auch selten, dass es mal kleiner gemacht wird. Ja, das stimmt. Ich habe in der 4. Klasse schon Brüste gehabt, als allererste vor allen. Es hat auch auf jeden Fall mein ganzes Körperbild verändert. Ich hatte eine Essstörung, als ich jünger war, sicherlich auch deswegen. Und ich hatte unglaubliche Schmerzen. Ich hatte immer Nackenschmerzen, unglaublich verspannt. Beim Sport 2 BHs gleichzeitig tragen. Und es hat mich einfach unglaublich eingeschränkt. Klamotten haben nie gepasst. Wenn sie da wirklich Schmerzen hat, allein wenn man eine Treppe runtergeht, kann es schon wehtun. Oder wenn du einfach blöd liegst in der Nacht, das sind Schmerzen. Und ich kann sie dazu 100% verstehen. Dann natürlich Bikini, Freibad. Immer wenn ich ein Oberteil mit Ausschnitt hatte, war es direkt so heftig. Es sah immer direkt so pornomäßig aus und von den Männern gab es natürlich auch viele Sprüche und man wird einfach in eine Kategorie gesteckt, in der man gar nicht sein möchte und immer nur so als Objekt gesehen. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, sie sagt ja selber, es sah pornomäßig aus und das ist natürlich auch für eine Frau nicht schön, wenn man nur auf die Oberweite reduziert wird. Mit dem Bikini, das ist halt für mich ja auch genau dasselbe Thema, nur dass es halt bei mir halt einfach die untere Bauchpartie ist. Ich muss immer einen Badeanzug anziehen, ich kann kein Bikini anziehen. Mein Bikini, wenn ich einen anziehe, dann hängt da alles rüber. Es sieht halt einfach, ja, auf gut Deutsch, scheiße aus. Hättest du nicht lernen können, deinen Körper zu akzeptieren? Jein. Ich habe es probiert über Jahre und wie gesagt, ich hatte mit 19 den ersten Gedanken und im Endeffekt habe ich es erst mit 32 oder 31 gemacht. Also ich hatte lange genug Zeit. Manchmal ist dieser Gedanke da und dann geht er wieder über Jahre wieder hinweg und dann sagt man, nein, es geht halt nicht anders. Und das mit den Brüsten kann ich zu 100% verstehen. Also tatsächlich haben mir meine Follower wirklich nochmal geholfen, mich final zu entscheiden, weil es einfach von, ich sag mal, vielleicht 500 Nachrichten waren 495 positiv. Und es ist immer leicht von anderen Leuten zu sagen, so hey, mach das nicht, ist eine OP, ist gefährlich, eine Vollnarkose. Das verstehe ich auch, aber von jemandem, der selber in dieser Lage war, der genau weiß, wie es sich anfühlt, wie die Schmerzen sind, wie, das ist eine ganz andere Ausgangslage. Und das hat mich dann echt überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, wenn die das auch nicht bereuen, dann vertraue ich denen. Das ist auch immer so ein Unterschied, mit wem rede ich. Und betroffene Leute verstehen einen eher als jemand, der so von außen heraus reinguckt und dann sagt, du hast es doch nicht nötig und stell dich doch nicht so an. Ich
habe hier überall diese ganzen ekligen Schläuche. Hier. Und die sind so klein geworden, oh mein Gott. Ich habe gerade zum ersten Mal meine Brüste gesehen. Das ist alles noch ein bisschen zu viel gerade. Ich habe so lange nicht geschlafen und ich bin müde. Ich freue mich. Das macht mir gar nichts, wenn ich das jetzt sehe. Du weißt, dass ich hart im Nehmen bin. Ja, bin ich so schmerzhaft. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also wenn sie sich dafür entscheidet, dann muss sie da durch.